Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Ausgabe der Late Night Show, dem Entertainment-Format aus dem Hause Shine. Hab ich Bock drauf, alter Schwede. Hier sind sie. Sie sind wie Tomate Mozzarella, ein Duo Infernale. Hier sind eure Hosts, Mitch und Anton. Das ist nice, eure Faces wiederzusehen. Tonight bei der Late Night Show. Give it up, ladies and gentlemen. Come on! Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Wir freuen uns, euch zu einer weiteren Ausgabe dieses unterhaltsamen Abendprogramms begrüßen zu dürfen. Yo, wir haben die Comments in der Comment-Section abgecheckt und gemerkt, dass da einige Dislikes unserer Language da sind, die wir einfach nicht raffen. Manche Leute haten die Lines, die wir droppen. Bei der Lektüre der Kommentarspalten konnten wir nicht umhinkommen, ein gewisses Unwohlsein bezüglich unserer Wortwahl zu verzeichnen. Deshalb haben Little Mitchell und ich hier die Decision getroffen, dass wir für den Rest dieser sackgeilen Show nur noch zwischen Sweet Jesus Language und Alman German switchen werden. Aufgrund dessen und um dem Wunsch des Publikums zu entsprechen, haben wir die Notwendigkeit gespürt, eine Übersetzung in unsere natürliche Sprache anzubieten. And that is why... Okay, pass auf, wenn ich das noch länger machen muss, kotze ich. Auf die Bühne, direkt vor dir. Wirklich, ich nein. Anton, du kannst dich jetzt einfach mal ein bisschen zusammenreißen, ja? Jetzt geben wir den Leuten einmal, was sie wollen, und du bist eine kleine Sissi. Obwohl, ich muss schon sagen, dass ich etwas verwirrt war, aufgrund dieser vehementen Kritik an unserer Sprache. Ja, ich verstehe es eben auch nicht. Weil noch vor Ausstrahlung der ersten Show hat man uns nämlich vorgeworfen, eher so drauf zu sein. Und herzlich willkommen bei Junge Christen. Ich bin die Hanni. Ich bin die Nanni. Und ich bin der Mann. Hallo Hanni, hallo Nanni. Hallo Manni. Wow. Aber okay, wir müssen an dieser Stelle auch ehrlich sein und sagen, ein bisschen sind wir da auch selbst dran schuld. Ich meine, mit einer Schlagzeile, Bibel TV startet Late Night Show für junge Christen, das ist schon irgendwie ein passenden Lauf. Pass auf, das Ding ist, für den Artikel und den Thread-Titel und alles, was online aufgetaucht ist, können wir nicht. Eine Sache, für die wir aber definitiv was können, ist das Pressebild, das Bibel TV damit veröffentlicht hat. Wir können hier mal reinschauen, das sieht nämlich so aus. Mm. Das ist auch der Artikel, der da auf... Falls Sie das nicht sehen, liebe Zuschauer, da sehen Sie die Show für junge Christen. Aber schauen Sie mal ein bisschen genauer hin. Was in aller Welt mache ich da eigentlich? Ich frage mich wirklich jetzt rückwirkend, was habe ich mir bei diesem Shoot gedacht? Ich sehe aus, weißt du, wie ich aussehe? Ich sehe aus, als würde ich so da liegen und sagen, oh hey, bist du Single? Hast du Bock mal zusammen Bibel zu lesen? Ew. Vielleicht ja sogar zu beten? War! Das ja, ist aber widerlich, ja. Jetzt gib dir das halt mal, was für ein Bild scheinbar die Leute da draußen haben von uns jungen Christen. Egal ob jetzt Hanni, Nanni und Manni oder... Sexy Anton. Ich finde das auch unheimlich. Ja, voll. Also, dass Christen unheimlich sein können, definitiv. Manche sind sogar sehr weird, bei den meisten geht's aber voll. Ich denk, wir wollen einfach ein bisschen zu viel. So, wir meinen es gut, aber schießen dann doch ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja, manchmal wollen wir einfach ziemlich schnell ziemlich viel. Ich meine, es gibt so Kirchen, da gehst du rein und keine Sau interessiert. Du könntest umfallen, tot, es würde sich nicht mal jemand umdrehen, aber dann... Dann gibt es Gemeinden, da bist du noch nicht mal zur Tür durch. Und schon das gesamte Welcome-Team wird plötzlich zu Usain Bolt. Leute sprinten auf dich zu, jemand wirft dir eine Kaffeetasse ins Gesicht und alle wollen plötzlich dein neuer bester Freund sein. Ja, und es ist ja, die Frage ist auch, wie extrovertiert bist du, wenn jemand, den du gar nicht kennst, auf dich zurennt und dir einfach so locker umarmt. Du kennst die Person ja, nicht. Ja, wirklich, irgendwo im Raum fängt jemand leise an, vor Freude zu weinen. Und das alles dann halt Sonntagmorgen um 10. Ich weiß, ihr meint das alle so gut, aber also man fühlt sich dann schon ein bisschen wie so eine Kuh im Piranha-Becken. Ja, da verstehe ich dann aber auch Kommentare wie die vom Podcast-UFO, die halt dann sagen,
Wir haben Angst vor jugendlichen Christen. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ja, an der Stelle eben Grüße gehen raus an Florentin Will und Stefan Tietze, die in ihrem Podcast, das Podcast-UFO, die, ich glaube, lustigste und konstruktivsten Verbesserungsvorschläge dargelassen haben. Ehre, Jungs. Ja, wir haben es richtig hart gefeiert. Uns wurde leider verboten, diese Halle am Ende der Show mit einer Sintflut auszuspülen. Aber wir bleiben dran. Ja, voll. Über wen wir uns übrigens auch heute freuen, sind natürlich unsere heutigen Gäste. Denn wir haben am Start Ex-Fußballprofi und Gründer von Fußball mit Vision, Manuel Bühler, und die Frau mit einem Herz aus Soul, Diana Azarex, die mit uns über ihr neuestes Album sprechen wird. Yes. Ich würde sagen, lass uns einfach direkt einsteigen. Ladies and Gentlemen, hier ist der Manuel Bühler. Setz dich doch. Dankeschön. Sehr geil. Schön, dass du den Ball da rausbekommen. War okay, oder? Ja. Habe ich Glück gehabt. Ich auch, aber ich wollte das jetzt nicht so. Ja, war auch ein bisschen, Glück war auch dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, du darfst dir, wenn du willst, sehr gerne was zu trinken nehmen, aber fühl dich frei. Ich nehme mir ja was. Ich kann dir nicht genau sagen, was wir dir da anbieten. Es ist, glaube ich, Limo und Wasser, je nachdem, was dir am besten gefällt. Da oben einfach mir was rausnehmen, wa? Ja. Ja, wir hatten, ist einfach zapfen. Wir hatten in der ersten Folge Lorenzo da, der hat alles geflutet. So smooth hat sich noch nie jemand einen Drink eingeschenkt. Wow. Schaut aus wie Bier. Ja. Sehr gut. Jetzt, yes, Manuel. Können wir loslegen. Richtig nice, dass du heute hier bist. Für die Leute, du bist ehemaliger Fußballprofi, hast bei Vereinen gespielt wie Reutlingen, 1. FC Nürnberg, 1860 München. Wie kommt man überhaupt dazu, Fußballprofi zu werden? Also wie hat es bei dir angefangen? Was hat dich dazu begeistert? Also ich hatte natürlich von klein auf eine große Leidenschaft, das Ziel eines Tages zu erreichen. Das war immer so mein Traumberuf auch. Und muss ehrlich sagen, dass es natürlich ein weiter Weg ist, ne, Profi zu werden. Das passiert nicht einfach so, aber ich habe den Traum verfolgt und dann eben über diese Station irgendwann auch die Möglichkeit bekommen. Man wird da gescoutet, gesichtet von verschiedener Seite. Und wenn man dann eben auch die Leistung abliefert im richtigen Zeitpunkt, dann kann man es weit schaffen. Ist das was eigentlich, das angekündigt wird? Also weißt du, dass gerade Scouts da sind und dir zugucken? Oder ist das irgendwie, die kommen, wann sie wollen und du musst halt immer abliefern? Also für mich war es immer besser, wenn ich es nicht gewusst habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es kam dann schon ab und zu mal raus, gerade so bei Nürnberg in der U17. Dann bekommst du mit, dass der Nationaltrainer da ist. Und da ist man natürlich schon ein bisschen anders angespannt und sowas. War denn also der Nationaltrainer? Ja, also von der U17 dann. Ah, von der U17. Ja, der Yogi, der interessiert sich da noch nicht so viel. Aber da, ja, genau. Also so war das damals. Hey, crazy. Du hast gerade gesagt, das war schon immer dein Lebenstraum, auch als kleiner Junge. Und was bei dir verrückt ist in deiner Geschichte, du musstest ja sehr, sehr früh das Ganze schon beenden und diesen Traum an den Nagel hängen. Mit 23, 24 genau, hast du gesagt. Was ist da passiert? Wie ist das gekommen? Ja, es war halt irgendwann dann so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass auf dem Niveau es einfach für mich schwierig ist. Also ich habe immer wieder Verletzungen gehabt, muskuläre Probleme. Das war eher so die Summe, wo ich dann irgendwann an einem Punkt war und gemerkt habe, okay, auf dem Level geht es nicht mehr weiter. Und es war natürlich im ersten Moment, könnt ihr euch vorstellen, wenn du so das ganze Leben so einem Traum nachgehst, ziemlich frustrierend, auch mit viel Enttäuschung verbunden. Aber ich durfte da auch erleben, was im Leben wirklich trägt. Ja, also was war das für dich? Was für eine Erfahrung ist das gewesen? Ja, erstmal natürlich viel Frust und Enttäuschung, ne? Ich habe dann auch erstmal ein bisschen Abstand zum Fußball gesucht. Aber klar, so mit der Zeit versucht man dann einfach auch das abzuhaken und sich neu zu orientieren, was natürlich auch nicht immer so einfach ist. Meine Freunde, Schulkameraden und so, die hatten dann alle mittlerweile gute Jobs. Für mich gab es immer nur Fußball und dann stehe ich halt so da, ne, mit 23 und überlege mir jetzt so, okay, wer bin ich eigentlich, was mache ich überhaupt, wie geht's weiter? Das war schon eine Herausforderung. Mhm. Was ist in dieser, also ich weiß nicht, vor allem für dich war ja ganz spannend, weil du dann die Entscheidung getroffen hast, nach deiner Sportlerkarriere an eine Bibelschule zu gehen, ein Theologiestudium anzufangen. Hättest du mir das vorher gesagt, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Aber ja, so kam es. Ja, also, ja, so ist es passiert. Ja, ja, und du hast Fußball mit Vision gegründet, haben wir vorhin kurz erwähnt. Und aber wie kam dieser Switch plötzlich? Ich meine, es war ja auch wahrscheinlich für dein ganzes Umfeld, mit dem du vorher unterwegs warst, wahrscheinlich echt komisch, dass du plötzlich vom Feld auf die Kanzel gegangen bist. Absolut. Also da ist auch ein bisschen Geschichte mit dabei. Ich habe mit 18 Jahren Jesus kennengelernt.
durch einen Sportmentor von Sportluft. Sportler ist eine christliche Organisation, die einfach im Fußballbusiness, aber auch darüber hinaus unterwegs ist. Und der hat mich nach dem Spiel mal angesprochen und hat zu mir gesagt, dass er mich gerne zum Essen einladen würde und dass er von Sportluft Sportler ist. Und ich kannte Sportluft Sportler schon, weil meine Mutter, die ist gläubig, die hat mir immer früher als Kind aus so einer Kickerbibel vorgelesen, wo so Sportlerberichte drin sind, ja? Und hat gedacht, okay, so erreiche ich den Jungen, weil eigentlich interessiert er sich nicht für Glauben. Und so habe ich Sportluft Sportler halt schon mal gehört gehabt. Der Glaube hat eigentlich bis dahin wenig Rolle gespielt für mich, außer halt die klassischen Dinge, konfirmiert worden und in der Jungschar gegangen und so Geschichten halt. Und da an diesem Abend habe ich dann eben zugesagt, dass ich mir das mal anhöre. Ich war auch nicht voll verschlossen gegenüber Glaubensthemen. Und an dem Abend ist mir dann aber deutlich geworden, dass die Botschaft mit Jesus was für mein persönliches Leben zu tun hat. Und das hat in mir einfach wirklich die Sehnsucht erweckt, das zu prüfen und herauszufinden, ob Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein. Und so habe ich dann angefangen, Bibel zu lesen, auf Sportlergottesdienste zu gehen, auch andere Fußballer kennenzulernen, die mit Jesus unterwegs sind. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil diese Spieler, die haben das gehabt, was ich immer eigentlich so in meinem Leben begehrt habe, wo ich immer gedacht habe, wenn ich das mal habe, dann habe ich alles, Geld, Anerkennung, Ruhm. Im Fußball bin berühmt und diese Sachen. Und dann von denen so zu hören, dass es mehr im Leben gibt und was eigentlich wirklich zählt, das war für mich schon sehr prägend damals. Sehr spannend. Ich meine, du hast ja dann Fußball mit Vision auch gegründet, wo ihr, also du und andere Fußballprofis, auch mit genau diesen Geschichten unterwegs seid. Und ihr arbeitet also mit Profisportlern, mit Otto-Normal-Verbrauchern, Menschen irgendwie in dieser Welt und habt da verschiedene Sachen im In- und Ausland. Und ein Projekt, das finde ich mega spannend, also alle finde ich spannend, aber das ist immer noch spannend, ist Fußball mit Vision at School. Und dabei besucht ihr Schulen, du mit einem Team, aber auch wirklich Profisportler und sprecht mit den Schülern über verschiedene Themen. Was ist dir daran wichtig? Was sind so Dinge, wo du sagst, deswegen mache ich das? Das ist mir wichtig, dass Schülerinnen und Schüler verstehen. Ja, wir haben halt im Sport natürlich hohe Anforderungen erlebt von klein auf. Es geht immer darum, dass du funktionierst, dass du deine Leistung bringst. Und wir wissen auch, dass das nicht immer leicht ist. So. Dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du oft nach dem bewertet wirst, was du bringst und was du ablieferst. Und damit umzugehen ist gar nicht so leicht. Gerade auch im Fußballbusiness. Eine Woche bist du halt gefeiert, da bist du ganz oben, da machst du ein gutes Spiel. Die Woche später bist du im Endeffekt der größte Versager, wenn es blöd läuft. Das muss ja ein immenser Druck sein. Das ist, und dann vor allem noch die Kulisse, ne? Dann hast du da noch Zuschauer drumherum, das wird alles bewertet und so weiter. Manchmal in der Bundesliga sind es dann bis 50.000 Zuschauer oder sowas. Habe ich jetzt nicht gespielt, aber es ist auf jeden Fall schon im Fokus. Und unser Anliegen ist es einfach, junge Menschen, Schüler da zu ermutigen, ihnen diese Frage zu stellen, okay, woraus beziehe ich eigentlich meinen Wert? Wofür lebe ich so ganz grundsätzlich? Und wie gehe ich mit Leistungsdruck um? Und das eben aus unserer Perspektive zu erzählen, wie das früher war. Wir kennen auch das, wie das ist, ne, mit diesem ganzen Druck und allem umgehen zu müssen. Und dann aber auch zu erzählen, was uns da verändert hat in unserer Perspektive. Und das hat mit dem Glauben an Jesus zu tun. Mhm. Cool. Was genau hat dir da geholfen? Du sagst, das hat mit dem Glauben an Jesus zu tun, aber was genau bedeutet das? Ja, so wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, dass ich die erste Frage, wofür lohnt sich zu leben, so immer beantwortet habe, okay, ich muss mal was erreichen in dieser Welt, weil ich immer gedacht habe, dafür lohnt sich zu leben. Und dann im Nachhinein jetzt aber, als ich meine Karriere beenden musste, mir klar geworden ist, dass das eigentlich nichts ist, was Wert hat auf Dauer, was bleibt, sondern was irgendwann vergeht, wie auch alle anderen Dinge, die man im Leben sozusagen erreicht. Und genau da setzt Jesus im Endeffekt an, dass er sagt, okay, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, ne? Wenn du all deine Ziele erreichst, aber wenn am Ende dein Leben, deine Seele verloren geht, wenn die Beziehung zwischen dir und Gott nicht wieder ins Reine kommt. So, und das war ein Punkt, wo ich halt so grundsätzlich dann gemerkt habe, okay, auch nach dem Karriereende, das, was immer mein Leben war, das ist jetzt nicht mehr da und wie geht es jetzt weiter? Das war das eine. Und das andere eben auch diese Frage nach dem Wert. Ne? Ich habe oft natürlich den Wert daraus bezogen, cool zu sein, wie die Leute auf einen reagieren. Du bist Profifußballer, die Leute interessieren sich für dich und irgendwann ist das dann nicht mehr da. So ist man dann nichts mehr wert. Das ist die große Frage, ne? Wenn diese Dinge dann wegbrechen. Und dann eben, wie ich schon gesagt habe, die Welt sagt dir, okay, das, was du leistest, das bestimmt dein Wert. Für Jesus bist du von Grund auf alles wert. Und das hat er daran bewiesen, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und sich für uns hingegeben hat. Und das dann im Glauben zu verstehen und einfach anzunehmen, das hat mir dann geholfen, einfach auch mit den Anforderungen, die im Profisport nun mal da sind, anders umzugehen und das anders einzuordnen. Und auch ein Stück weit Gelassenheit zu gewinnen, Gott das abzugeben und zu vertrauen.
Richtig cool. Stark. Manu, ja, vielen Dank, dass du hier dein Herz mit uns geteilt hast. Vielen Dank auch, dass du hier warst und mega Arbeit, die du machst. Wir feiern sehr hart. Und auch für euch da draußen, wenn ihr sagt, hey, ihr feiert Fußball mit Vision und wollt es auch sehr gerne zu euch an die Schule holen, dann checkt es doch gerne mit euren Lehrern, mit eurem Rallye-Lehrer ab und geht auf fußballmitvision.de, um so Leute wie Manu und seine ganze Crew da zu euch in die Schule zu bekommen. Genau, du Manu, du wirst uns ja später in der Show dann nochmal mit ganz besonders außergewöhnlichen Fähigkeiten begeistern. Ja, begeistern, genau. Ja, auf jeden Fall. Denn Manuel wird noch Teil unseres heutigen Studiospiels sein. Doch vorher dürft ihr euch auf so ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Ja gut, Schmankerl ist noch ein bisschen arg positiv, ne? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Tim, Bro, du hattest ja vor, was mit uns zu machen. Meine Damen und Herren, oh Gott. Welcome to Late Night Show Boxing. Aha. Kommen wir gleich zum Main-Event des Abends zwischen Chandler und Tim. Auf der linken Seite haben wir Tim, den Show-DJ, der ständig für gute Laune und Mucke sorgt. Er hat das geschafft, was Chandler noch nicht erreicht hat. Er ist Teil des Moderatorenteams. Und genau das ist das Ziel seines Gegners heute Abend. Wie schon erwähnt, Chandler auf der rechten Seite. Wird das der Abend sein, an dem er endlich das schafft, worum er schon so lange kämpft, Woche für Woche zeigt, was er drauf hat. Teil des Moderatorenteams. Wir machen uns bereit auf drei harte Runden Boxen. Es wird wirklich alles abfordern, was diese Männer in sich tragen. Wir machen uns nur noch bereit und warten auf das Glockenläuten. Und es geht los! Chandler und Tim stehen sich gegenüber. Jeden Moment geht es. Ja, das ist überraschend. Chandler ist am Boden. Und da bleibt er auch. Ganz kurz, ich weiß nicht, was ich noch mehr habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eher feiern soll oder. Lebt er noch? Ja. Chandler! Sorry, falls du gerade. Das ist Chandler, er macht immer wieder mal was. Wir haben es überhaupt nicht kommen sehen. Aber Tim! Bro, voll nice, dass du gerade schon da bist. Wir wollten gerade über das sprechen, was du uns angetan hast. Ich weiß nicht, ob du die alten MTV-Zeiten vermisst hast mit Fist of Sand oder einfach nur wolltest, dass wir die Schnauze halten. Oder beides. Ja, toll, oder großartig. Beides. Auf jeden Fall hat sich Tim unsere Late-Light-Crew geschnappt und zählt einfach selbst. Yeah! Wir als Late Night Show sind ja dafür bekannt, laut und wild zu sein und immer wieder Dinge zu hypen. Und auch in der Show, Action hier, Action da, bam, bam, bam. Und ich habe das Gefühl, dass auch unsere Generation diesen Zugang zur Stille verlernt hat. Und es ist ein ganz zentraler Aspekt für unsere Spiritualität. Und deswegen fordere ich jetzt das Team der Late Night Show Crew heraus für ein Spiel. Stille Zeit. Yeah! Und hier sind sie, unsere Spieler des heutigen Tages. Host und Moderatorin Mitch. Produzent der Late Night Show Titos. Crewmanagement Sarah. Host und Moderator Anton. Und last but not least Video Director Timo. Okay, pass auf. Das Spiel ist ganz einfach. Ihr bekommt jetzt 5 Karten von mir und zieht jeweils eine davon und auf einer Karte ist so ein Totenkopf drauf, okay? Wenn ihr diese Karte habt, müsst ihr eine Challenge bewältigen. Aber ganz wichtig dabei ist, dass ihr unter einer Lautstärke von 60 Dezibel bleibt. Das heißt, das wäre jetzt noch okay. Aber das wird jetzt nicht mehr gehen, oder? Oder will ich zu viel spoilern? Aber eure Challenge ist es jetzt, unter 60 Dezibel zu bleiben. Ihr könnt jetzt noch kurz laut sein, ihr könnt die Karten schon mal mischen. Gleich geht's los in 3, 2, 1.
Oh, Timo, nicht schlecht, Alter. Machst du das öfter oder was? Ich glaube, ich muss euch ein bisschen härter rannehmen. Der erste Punkt geht an euch. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen was ändern hier. So, zweite Runde. So, schaut mal, ich habe euch eine kleine Delikatesse zubereitet. Das sind Nachos mit scharfem Senf, Mayo und Maggi-Würze. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit. Ich stoppe die Zeit und innerhalb von 30 Sekunden müsst ihr diese Nachos essen. Komplett leer, ohne dabei über 60 Dezibel zu kommen. Das ist von vornherein einfach nicht mehr. Auf die Plätze, fertig, go! Hinter euch den Eimer, falls ihr kotzen müsst. Gib mir die Termine noch einmal. 15 Sekunden. Drei, zwei, eins. Ich würde sagen... Tim, du kriegst einen extra Punkt, wenn du das jetzt isst. Nee, danke. Ich nehme den einen Punkt. Jetzt steht es 1:1. Vielen Dank. Aber hey, ihr habt gut gekämpft. Scheiße. Hey, nimm den Eimer, Titus. Nimm den Eimer. Du hast ja noch richtig viel drauf. Was ist los mit dir? Also, 30 Sekunden, selbst wenn der Teller lecker wäre, würde ich das nicht schaffen. Ich mal ganz ehrlich. Ach komm, easy. Nee, ich fand das nicht geil. Ich fand es gar nicht so eklig. Aber da wärst du noch ganz schön. Oh ja, schade, ey. Geht der Punkt von an mich. Aber hey, immerhin habt ihr euch bemüht, ja? So, nächste Runde. Ihr dürft wieder. Es gibt einen Totenkopf. Timo, let's go. Okay, Timo, du darfst jetzt deine Hundeflüsterer-Skills unter Beweis stellen. Ich gebe dir jetzt gleich einen Hund, okay? Und du musst versuchen, dass der Hund keinen Mucks macht, okay? Bei einem kleinen Bella habt ihr verloren. Okay. Hazel, komm her. Ja, komm. Ja, brav. Schau mal. Hazel, komm. Schau mal da, du bist. Schau mal hier, Hazel, schau mal. Hier. Komm, komm. Miau, 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 miau. Komm, Hazel. Oh Mann. Ich glaub, der ist ziemlich gut, ey. Scheiße. Nee, komm. Oh. Oh. Okay, Timo. Ich glaube, der Punkt geht an euch. Der Hund ist einfach zu lieb, zu gut. Ich verstehe den nicht, ey. Naja, okay. Ihr habt's geschafft. Good job. Hazel, komm. Bist du gut trainiert? Timo, Digga, was geht? Du bist einfach zu gut in dem Spiel. 2:1 für euch. Ich dachte, mit der Katzenimitation kriege ich den Hund vielleicht. Aber wir kommen in die vierte Runde. Und ihr dürft wieder ziehen.
Mitch, komm her. Habt ihr leider verkackt, Mitch. Tja, was sollen wir machen? Leute, steht 2-2, okay? Final Runde, jetzt geht's noch mal um alles. Hier sind eure Karten. Nein! Oh! Oh, Titus! Titus, du darfst die Zunge bewegen. Final Game. Come on. Titus, willkommen zur Final Challenge, okay? Ich habe hier einen Elektroschocker mit Fernbedienung. Du hast zwei Kontakte. Du musst zwei Kontakte berühren und den einen Kontakt auf deine Zunge legen, okay? Und ich gebe dir gleich, ich jag gleich ein paar Volt rüber. Ist nicht gefährlich, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Okay, leg's auf deine Zunge. Ich mach's erst an, wenn du es auf der Zunge hast und irgendwann kommt der Schock, okay? Denk dran, 60 Dezibel. Ganz ruhig. Du schaffst es. Ich bin bereit. Ich warte. Not bad. Kommt da noch was? Oh, ich glaube, er hat's. Oh, Congrats, Hut ab. Nochmal noch was. Oh Mann, ey. Freunde, ihr habt's gewonnen. 3-2. Ihr habt das Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich muss echt gestehen, ihr habt gut gekämpft. Ihr habt hart durchgezogen. Ihr seid über Grenzen gegangen, aber nicht immer über die 60 dB-Grenze. Von dem her, Respekt. Ich nehme die Bestrafung auf mich. Yes. Die ganzen Würmer da durch die Gegend geschmettert. Hä? Hast du dir das mal angeguckt? Mit was für einem süffisanten Vergnügen, da Titus und Timo mir dieses Zeug eingefüllt haben. Ich hab's geliebt. Boah, und lass mich dir sagen, dieser Trichter war nicht dicht. Ja. Ich hatte dieses Viechzeug dann überall. Waren das Würmer? Das waren Mehlwürmer. Bah! Hast du da vielleicht noch welche irgendwo? Ich hatte einen Ohr. Das war so widerlich. Ich meine, es gab tatsächlich stolzere Momente in meinem Leben bisher. Ich meine, danke für nichts, Titus! Ja, okay. Aber ey, Tim, ich freue mich auf nächste Mal, wenn du dafür hart aufs Maul bekommst. Das wird richtig gut. Yes. Ich meine, unser nächster Gast, der hätte bei diesem Spiel vermutlich genauso geglänzt wie Timo, der so richtig rasiert hat. Oder, ja gut, halt auch nicht. Sie wurde gewächst, ja. Denn sie hat Faustdick hinter den Ohren.
Seit kurzem ist ihr Debütalbum auf dem Markt. Sie hat in Gefängnissen Konzerte gespielt und hat dafür bereits 2 Preise bekommen. Begrüßt mit mir eine absolute Urgewalt von Frau. Hier ist Diana SRX mit ihrem Song Trying in Vain. Try to remember the days of my past. It's funny how feelings just don't seem to last. I'm talking myself into thinking that I'm not as bad as they think. Try to remember the things that I did. Didn't think any different when I was a kid. I'm starting to doubt I'm the problem. Can't see why they made me stop. Think about it. Who am I without it? Analysis. I'm tired of it. I'm done with it. Up my shame, but you're trying in vain. Try to remember the days of my past. I'm trying to cope with the pain in my chest. I'm starting to think that it's working. They said healing starts when it hurts. Think about it. Who am I without it? Analysis. I'm tired of it. I'm done with it. My shame, but you're trying in vain. Change is the essence of it. And I better not quit. Never believed in the power of talking. I never believed it's my fault. Change is the essence of it. And I better not quit. Never believed in the power of talking. I never believed it's my fault. Overthinking. But you make me die. I keep on sinking. I don't think that that's the cure. You can't change me after all I went through. Spend me the pain, I'm going insane. You dig up my shame, but you're trying in vain. Woo! Dankeschön. Komm vor uns. Und gib's nochmal einen. Hallo. Ja, schön, dass du setz dich. Danke, danke. So, ja, machst du gemütlich. Ja, danke. Oh Gott. Hey, Props an das Outfit, ich feier's total. Merci, danke. Möchtest du noch was trinken? Ich glaube, ich würde so eine Bionade nehmen. Ja, zapp's dir gerne da einmal raus. Oh ja, das geht schief. Ich merke gerade, ihr seid beide im Good-Natured-Look, ne? Ja. Das ist eine coole Christian Brand. Auf jeden Fall. Aber du hast die Socken auch noch mit am Start, das ist ja auch geil. Ja, ich dachte mal richtig. Mach so richtig all in. Richtig. Hey, richtig Prost. Stark. Mega Song. Ich habe es total geliebt, dich performen zu sehen. Danke. Und wir haben schon angesagt, du hast gerade dein Debütalbum rausgebracht, was ja super exciting irgendwie ist. Wie ist das, dein erstes Album in diese Welt zu entsenden? Ich weiß nicht, irgendwie enttäuschend ein bisschen. Es ist wie so, man will unbedingt 18 werden und dann ist man 18 und dann ist halt so. Oh. Also ja, es ist jetzt halt draußen. Ne? Aber es ist doch bestimmt auch irgendwie spannend, den ganzen Prozess so mitzumachen. Und dann das auf jeden Fall. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt, das stimmt. Voll. Also für dich ist es ja eigentlich noch viel mehr als ein Album. Es ist ein Riesenprojekt, das heißt My Past's Gravity, was schon ein crazy Titel ist. Führ uns noch ein bisschen rein, was ist My Past's Gravity? Also, ich habe den Song zusammen mit meinem Produzenten, den Thorsten Reinschmidt, geschrieben. Und wir saßen so nebeneinander und ich habe den Text geschrieben und dachte so, das ist der Albumtitel. Und dann
ja, habe ich dann noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und dachte, ja, das ist schon was, was irgendwie voll zu dieser ganzen Thematik passt, irgendwie, was mir voll wichtig ist. Es geht um Themen, die im Zusammenhang mit dem Gefängnis stehen und allgemein einfach gesellschaftlich Relevanz haben und es geht darum, was, ja, was prägt mich, wenn ich aufwachse, was sind meine Vorbilder, habe ich überhaupt Vorbilder, wie prägen die mich und wie hält mich das eventuell auch zurück, wie hält mich das, wie ich geprägt bin, eventuell zurück, mein ganzes Potenzial zu entfalten oder wie, ja, wie gestalte ich einfach auch meine Gegenwart, wenn die Vergangenheit mich eventuell zurückhält. Und das ist so der Titel dann geworden für dieses ganze Projekt. Und genau, ist natürlich mega viel, was man auch irgendwie rausholen kann. Tiana, ist mega cool. Du wirst ja später noch einen Song performen. Yes. I Don't Stop. Genau. Magst du uns in den noch ein bisschen reinführen? Gerne. Also das ist so der letzte Song vor dem Outro. Also es ist ein Konzeptalbum. Es geht um, wie ich gerade gesagt habe, so die Vergangenheit, dann so die Gegenwart. Was sind so Themen, die vielleicht auch im Gefängnis relevant sind in der Gegenwart, in der Ist-Situation und dann in der Zukunft, in der Perspektive. Was brauchen Menschen, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen? Und der letzte Song, dachte ich so, der sollte irgendwie ein bisschen noch encouraging sein. Und deswegen I Don't Stop, ganz egal, was passiert, ganz egal, ob alles so wirkt, als ob es zusammenfällt, will ich trotzdem weitermachen und feststehen und nach vorne schauen. Und das ist das Coole im Konzeptalbum, am Ende nochmal so einen ja, Schluss zu geben. Ja, dachte ich auch. Ja, du bezeichnest dein Album ja als system- und gesellschaftskritisch. Und ich finde das spannend. Wie kommt man dazu, einmal Konzerte in Gefängnissen zu spielen, aber dann auch noch ein gesamtes Album dem zu widmen? Die Idee, Gefängniskonzerte zu spielen, war irgendwie so ein Gedanke, in einen Ort zu gehen, wo sonst nicht so viel Kunst und Kultur stattfindet. Ich bin ein großer Fan davon, Kunst für alle irgendwie zugänglich zu machen. Und dann ist gleichzeitig das Gefängnis so eine Parallelwelt. Man hat da nicht so wirklich einen Zugang dazu. Die Menschen sind abgeschottet, natürlich aus einem gewissen Grund, aber trotzdem sind sie irgendwie ein Teil der Gesellschaft, aber irgendwie auch nicht. Und die meisten kommen ja auch wieder zurück. Das heißt, sie sind einfach ein Teil von uns. Und dann dachte ich so, hey, ich hab was ich da geben kann, ich kann da hingehen, ich kann da ja auf diese Menschen irgendwie zugehen und ja, ich kann da Liebe auch verteilen und dachte, ja, das ist irgendwie was cool ist und was auch irgendwie spannend klingt und dann dachte ich, ja, mache ich das mal und bisher war es jedes Mal eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und das Album, genau, ja. Ich hatte so einen Songwriting-Kurs, wo einer der Dozierenden meinte, ja, mit unserem Songwriting wollen wir einen Blick hinter die Kulissen geben und wir wollen unser Publikum auch vielleicht reinnehmen in andere Welten. Und da dachte ich so, okay, was kann ich denn irgendwie, wo kann ich da dem Publikum irgendwie eine Möglichkeit dazu geben? Und dachte, ja, ich bin ja ab und zu im Gefängnis und kann da was erzählen davon. Und dachte, okay, ich will diese Erfahrungen, die Dinge, die ich da gesehen habe, Dinge, die mir auch im Zusammenhang damit aufgefallen sind, möchte ich in dieses Album einfließen lassen. Voll stark. Was ist es denn, was du dir wünschen würdest, was wir über GefängnisinsassInnen wissen, was wir verstehen? Dass es Menschen sind, wie wir alle, dass diese Menschen auch nicht unabhängig von ihren Umständen betrachtet werden können, dass nur die Straftat gesehen wird und der Mensch dahinter nicht. Ich finde das voll wichtig. Ich habe letztens einen TED-Talk gehört, wo es eben genau darum ging, so, hey, wir sind das Produkt unserer Umstände und unserer Vergangenheit und auch unserer Gegenwart und der Menschen, denen wir begegnet sind. Und wir können es nicht einfach nur isolieren. Und das finde ich eigentlich einen ganz arg wichtigen Punkt. Ich finde das so cool, weil mit so einem Album machst du ja genau also diesen Blick hinter die Kulissen, dieses richtig deep gehen, mal etwas kritisieren, etwas verstehen lassen. Und man würde es jetzt ja nicht, du bist ja Teil einer christlichen Late Night, und man würde es ja nicht christliche Musik nennen, so, aber trotzdem spielt der Glaube, man sieht es ja in den sozialen Medien, du lebst es voll authentisch und voll echt und bist ja super transparent. Du lebst den Glauben und Gott spielt für dich ja irgendwie eine Rolle. Wie lässt du das in deine Musik und dann irgendwie auch in dein Album reinfließen, weil du bist es ja so. Also ich finde, als Kunstschaffende, jetzt nicht nur ich, sondern allgemein, ganz egal welches Genre Kunst quasi, dürfen wir ein bisschen von dieser krassen Schöpferkraft, die Gott hat, ja, umsetzen. Und wir dürfen da ein bisschen einen Taste davon bekommen, wie geil es für Jesus war, uns zu schaffen. Ich finde es geil, dass wir das machen dürfen, uns auch fließen lassen dürfen und einfach was kreieren dürfen, sei es Musik, sei es Kunst, sei es Design, wie auch immer. Und das ist so die Inspiration für mich, weil ich denke so, krass, ich darf einen Glimpse davon haben, davon umsetzen, was Gott einfach ist an Kreativität, an Kunst, an Ästhetik. Und das ist so was mir voll viel Push auch gibt. Ja, so zum Thema Kunst schaffend. My Past Gravity ist natürlich ein Album, aber es geht auch um Kurzfilme, Workshops, lyrische Beiträge und so viel mehr. Und
du bemühst dich, oder dir ist es voll wichtig, auch junge, wirklich sehr junge Menschen in all das einzubinden. Warum ist das so? Ich liebe Jugend. Ich liebe es voll, mich in Jugendliche zu investieren. Ich liebe es irgendwie da mitzuhelfen, irgendwie Potenziale zu entfalten und so und ihnen vielleicht irgendwie einen Schubs zu geben, so hey, du kannst auch was, du bist wichtig, du bist wertvoll. Ich habe viel offene Jugendarbeit gemacht und da hatte ich schon das Gefühl, dass einige Teens irgendwie eben nicht diese Leute haben, die irgendwie an sie glauben und sie pushen, und das hat mir immer irgendwie das Herz gebrochen. Und da, das, ja, Jugend ist mir einfach voll, voll wichtig. Und dann dachte ich, okay, ich muss, oder ich muss nicht, aber ich will einfach irgendwie was anbieten, dass es auch für sie cool ist und dass sie es spannend finden und dass sie Bock haben, sich damit auch auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mit ihrer eigenen Biografie, was vielleicht auch hart ist manchmal, aber ja, auch einfach künstlerisch sich verschiedene Themen einfach zu nähern. Hey, mega, wow. Ich finde es so stark. Ich liebe das Projekt. Ich bin so gespannt, noch mehr zu sehen von all dem. Und Leute, spätestens jetzt solltet ihr alle euer Smartphone zücken und einmal auf Instagram und Spotify Diana folgen, damit ihr ja nichts verpasst an neuen Songs, an neuen Musikvideos oder was da alles noch so kommt. Hey Diana, vielen, vielen Dank für dieses Interview, für deine inspirierenden Worte und ja, irgendwie ja auch dein Invest in diese ganze Gesellschaft hier. Ich feiere es, ich finde es mega stark. Yes. Ich glaube tatsächlich, dass wir nur einen Bruchteil von dem gesehen haben, was du eigentlich kannst. Ich vermute, dass du als Musiker wahrscheinlich recht gut hinhören kannst. Für das, was jetzt kommt, musst du aber auch Lippen lesen können. Liebe Late Light Binge Watcher, macht euch bereit für Manuel Bühler und Diana Azarex in... Huh? Ha! Funktioniert wie folgt. Diana, Anton, Manu und ich, wir tragen Noise-Canceling-Kopfhörer mit sehr, sehr lauter Musik. Wir sind also jeglicher Fähigkeit des Hörens beraubt. Tim wird uns gleich einen Satz sagen, den es für uns zu erraten gilt. Ich vermute mal, dass du okay. Hä? Auf jeden Fall, unser Ziel wird es sein, das Gesagte nicht einfach nur zu verstehen, sondern von einer Seite zur nächsten weiterzureichen. Und das möglichst originaltreu. Stille Post extrem quasi. Ich weiß nicht wirklich, was gerade los ist, aber Tim, ich denke, du kannst loslegen. Okay. Mitch mäht ihre Mähne mit einem Mähdrescher. Mitch backt die beste Pizza der Menschheit. So, warte, stopp, bevor du was sagst, ganz langsam. So. Bis das Mitch Klitsch Snitch. Können wir runternehmen? Ihr könnt runternehmen. Ja, jetzt. Runter, ja. Oder? Ja, runter. Manu? Manu, was kam bei dir an? Schwierig, er redet ziemlich undeutlich. Aber irgendwas mit... Ich kann das Wort eigentlich gar nicht sagen, was ich gedacht habe. Irgendwas mit Ritsch. Und nochmal das Wort, was ich nicht sagen wollte. Komm, jetzt final. Was hast du gehört? Ritsch, Ritsch, Itch oder sowas. What? Passt richtig, richtig knapp. Oh, wow. Der Satz war, Mitch mäht ihre Mähne mit einem Rasenmäher. Freunde, wo sind die restlichen zwei Drittel dieser Aussage verschwunden? Wo kam bitte meine Pizza her? Ich hab von dir gefühlt nur drei Pieper gehört. Was war das? Okay, pass auf, ihr kriegt noch eine Chance. Ja, komm, yes. Nochmal Kopfhörer auf. Okay. Okay, komm, und dann gebe ich euch noch einen Satz. Okay. Oh, warte, diese Metal-Mucke ist jetzt fast Kopf geworden. Halt alles bereit hier. Okay. Okay.
kann ich endlich alles sagen, was ich jemals Mitch sagen wollen würde. Okay. Und sie hört mich nicht. Okay. Okay. Pamela Reif liebt Cheeseburger mit extra Käse. Mama wünscht Mehl zu Hause. Schieb. Okay. Also, der erste Teil war eindeutig auf jeden Fall. Mama fischt mich zu Hause aus der Badewanne. Was anderes? Okay, pass auf. Der Satz war, Pamela Reif liebt Cheeseburger mit extra Käse. Freunde! Du hast. Was? Musstest du mittendrin eigentlich nachdenken, was du gehört hast, Jan? Ja, ich war mir nicht mehr sicher, welche Vokale zu welchem Wort passen. Anton, was erzählst du mir? Ich war richtig bei dir, oder? Mama, ja. Mama, ja. Und dann habe ich irgendwas mit Mehl gesagt. Und am Ende war so ein random Wort und ich so einfach Sheep. Und ich war so. Geil. Okay, schade. Dann haben wir haben leider verloren. Ich meine, ich glaube, Diana, Manuel, ihr habt einfach noch rasiert. Ich weiß, ich bin sehr schlecht im Lippenlesen und habe euch schon. Ich meine, ich habe mit Papa und irgendwas angefangen. Und, well. Aber voll geil, dass ihr mit dabei gewesen seid. Manuel, danke, dass du Teil der Show warst. Diana, du kannst dich gleich mal frisch machen gehen, weil von dir hören wir ja direkt noch deinen Song I Don't Stop. Leute, macht noch ein bisschen Lärm für die beiden. Come on! Sehr, sehr cool. Auf was jetzt kommt, freue ich mich natürlich richtig, richtig hart. Und zwar ist es so, dass wir von Shine Shine Groups betreuen. Das sind Schüler und Schülerinnen, die an ihren Schulen Gottes Liebe widerspiegeln, indem sie sich irgendwie treffen und echt coole Sachen zusammen machen. Und wir feiern die SchülerInnen richtig hart und haben uns gedacht, was ist, wenn wir ein paar von ihnen einfach mal die Fragen im Leben stellen, die wirklich zählen. Hier ist Groups. Yeah! Hi, ich bin Selma, ich habe hier eine Shine Group in Fürth und ich mache heute einfach ein bisschen Tassenkuchen und red. Wenn meine Schwester mir Kekse backt, ist einfach sehr, sehr schön. Upsi. Ich glaube, das waren jetzt 4 Esslöffel. Ich finde, jede Person soll mal etwas tun, wovon sie als Kind geträumt hat. Einfach so, das ist ein cooles Erlebnis. Ich finde, man muss eine gute Mischung finden. Also natürlich sollte man ehrlich sein, aber man darf die Person auch nicht verletzen. Das heißt, man kann auch die Ehrlichkeit freundlich verpacken. Also freundlich ehrlich sein. Ich kann nicht so gut mit schüchternen Leuten umgehen, also das Gegenteil von schüchtern, ich weiß nur kein Wort dafür. Und einfach so Offenheit und sich auf Dinge einlassen, nicht richtig. Alle Menschen auf der Welt, keine Kriege auszulösen, weil Kriege machen nicht Spaß. Wo muss denn das jetzt?
Erfolg ist, wenn man am Ende des Tages einfach glücklich ist mit dem, was man gemacht hat und mit dem, was man erreicht hat. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses, dass man ehrlich sein muss, aber trotzdem freundlich. Das hat mir so ziemlich beigebracht, ja. Glück ist ein bisschen schwierig zu definieren, finde ich, weil es gibt ja, also denke ich so, einfach zufrieden zu sein, denke ich. Ja. Ich hätte gerne eine Katze. Das ist so. Ja, genau. Jesus, denke ich. So von allen verachtet zu werden und trotzdem so durchs Leben zu gehen, finde ich schon ziemlich cool. Ja. Mega, Selma, danke. Lass dir deinen Kuchen schmecken. Laktoseintoleranz. Jetzt für euch Diana Azarex mit ihrem Song I Don't Stop. Going round, I went through lost and found. I can't find it. I can't find it. What am I looking for? There is this need for more. Do I need it? Do I need it? My dreams, my hopes, confuse my soul. My soul. I dare to go. Where to? I don't know. I don't know. I hear the tender sound of my walls crashing down. I don't need to keep it up when my heart has. Before they changed me to my core, and they ruled me. They ruled me. I think I'll start again. I need to break this chain. Oh, God help me. Oh, God help me. My dreams, my hopes, confuse my soul. My soul. To go, where to? I don't know. I don't know. I hear the tender sound of my world's crashing down. I don't need to keep it up when my heart has had enough. And I keep picking up the pieces that keep dropping. I don't stop. Don't stop, and I think I'll go crazy if I don't say it, if I don't say it. I think I'll go crazy if I don't say it, if I don't say it. When my heart has had enough, and I keep thinking of.
Next Up. Nicer Song, vielen Dank. Leute, diesen Song und das gesamte Album könnt ihr jetzt auf allen bekannten Streaming-Plattformen erwerben und hören. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Das ist nochmal dein Applaus. Danke euch. Yeah. Okay. Tja, das war's. Das yes. ist gewesen. Wir hatten heute eine Menge Spaß. Ich hoffe natürlich ihr auch. Das nächste Mal startet diese Sause übrigens am 15.08. wie immer 20.15 Uhr auf Bibel TV und dem Schein Deutschland YouTube Channel und diesmal in ganz besonderer Super Sommer Special Edition und wir hoffen, ihr seid alle wieder mit am Start. Das wird doch echt richtig gut. Ich freue mich so auf die Summer Edition. Wenn ihr mehr über Schein wissen wollt, über was sie machen, wer wir sind, whatever, geht doch auf die sozialen Medien. @scheindeutschland oder besucht uns auf unserer Website www.schein-deutschland.de. Ganz genau, und jetzt hören wir auf zu sabbeln. Euch einen schönen Abend, bleibt gesund, trinkt ausreichend Wasser. Bis zum nächsten Mal. Was für eine Show. Ich hatte richtig Spaß. Ja, hoffe ich doch. Das ist genau das wollen wir mit der Show. Wir wollen inspirieren, begeistern und entertainen. Und wenn ihr wollt, dass wir genau das weitermachen können, dann dürft ihr uns sehr gerne unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr jetzt hier eingeblendet. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Vielen Dank.